Der Dokumentarfilm im Ersten. Als ich Mitte der 80er Jahre zum ersten und einzigen Male auf der Odenwaldschule zu Besuch war, war ich 16. Ich kam vom strengen Schweizer Partnerinternat École d'Humanité und landete unverhofft im Paradies. An der OSU wurde gesoffen, geraucht, gekifft und gevögelt. Und nach 2 Tagen hatte ich mich sogar an das gemeinsame Duschen gewöhnt. Hier hätte ich ewig bleiben können. Knappe 30 Jahre später erzählte eine alte Schulfreundin Unglaubliches. Der ehemalige Schulleiter Gerold Becker hatte 2 ihrer Freunde sexuell missbraucht. Sie bat mich, Gespräche zwischen den Betroffenen und Vertretern der Schule mit der Kamera zu begleiten. So wurde ich Zeugin eines Aufklärungsprozesses, der während der 100-Jahr-Feier der Schule seinen Höhepunkt fand. Lehrer, Altschüler und Opfer begegneten sich zum ersten Male öffentlich. Guten Abend, liebe Osoaner, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuhörer. Wir wagen heute Abend einen großen Versuch. Wir wissen seit 1998, 99, in wenigen Fällen seit März dieses Jahres, in einer rasant steigenden Zahl von Fällen, um den Missbrauch an der Odenwaldschule. Was wir versuchen, ist bisher in der Bundesrepublik einmalig. Wir wollen reden, wir wollen Zeugen hören, wir wollen verstehen, wie die Strukturen waren, die erwachsene Menschen, die wir zu unserer Zeit geschätzt, teilweise sogar verehrt haben, sich in solche Abgründe haben bewegen können, die einen und warum die anderen nicht in der Lage gewesen sind, selber das zu leben, was uns hier immer wieder beigebracht wurde, nämlich Zivilcourage. Ja, guten Abend. Ich bin heute ein bisschen später gekommen. Das lag daran, dass ich in Straßburg im Stau stand. Und ich war total sauer, weil ich wollte unbedingt zu dieser Veranstaltung heute hier Abend kommen. Und ich war sauer und ich stand auf der Autobahn und habe aufs Dach gehauen und es war ein Moment, in dem ich nichts mehr tun konnte, was ich nicht schon getan habe. So war es 1997 auch, als ich Becker anschrieb und ihn aufgefordert habe, zu seinen pädokriminellen Straftaten Stellung zu beziehen. So war es 98, als ich die Schule mit einem Freund zusammen angeschrieben habe und die Schule darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass wir von Becker sexuell missbraucht wurden. So war es 99, nachdem es uns gelungen war, die ganze Geschichte in die Frankfurter Rundschau zu bringen. So war es 2008, als ich Frau Kaufmann anschrieb und sie gefragt habe, wie möchte sie eigentlich mit der Vergangenheit der Schule auf dem Jubiläum umgehen und Frau Kaufmann zunächst überhaupt keine Ahnung hatte, wovon wir reden. Ich habe später einen Lehrer angesprochen, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte und habe gesagt, warum hast du mich nie gefragt? Warum hast du nie gefragt, was ist euch passiert? Und er hat keine Antwort geben können. Und ich habe gesagt, kann es sein, dass man das nicht hören will? Und dann habe ich ihm ungefragt erzählt, was ich erlebt habe. Dass ich täglich von Becker angegangen wurde. Dass ich nachts davon aufgewacht bin, als 13-Jähriger. Jetzt stellt sich bitte jeder vor seinem inneren Auge mal einen 13-jährigen Jungen vor. Also ich hatte schon ein paar Haare am Sack, aber noch nicht so viele. Dass ich nachts davon aufgewacht bin, dass Becker mir am Schwanz lutscht. Und damit meine ich nicht eine Handlung, wie sie manche Erwachsene miteinander machen, weil sie das erregend finden, sondern mir am Schwanz lutscht wie ein Berserker, dass ich dachte, Scheiße, der beißt mir den Schwanz ab.
Das hättet ihr gehört, wenn ihr 97, 98, 99 gefragt hättet. Was ich erfuhr, passte nicht zu meinem Bild der Odenwaldschule. Werde der du bist, war der Leitspruch von Paul Geheb, der auch mein Schweizer Internat gegründet hatte. Ich bin groß geworden mit dem stolzen Gefühl, dass diese Schule die beste Schule der Welt ist. Selbstbewusst, modern, liberal und geadelt durch ihre Schüler. Die von Weizsäckers, die Dönhoffs, die Porsches, die Unselts und so weiter. Worauf dieser Stolz genau beruhte, wusste ich eigentlich selber nicht. Ich wäre nie nach Deutschland zurück. Ich habe auch keine Wiedergutmachung eingeklagt. War dieses Deutschland und vor allem dieses andere Deutschland extrem fremd, ja zuwider. Und die Odenwaldschule war eine Alternative, war eine Insel außerhalb dieses Festlands. Wolfgang Edelstein, ein jüdischer Emigrant aus Island, kam 1954 als junger Lehrer an die Odenwaldschule. Er blieb fast 10 Jahre. Der Schulleiter Walter Schäfer muss seine markante Persönlichkeit gewesen sein. Alle nannten ihn respektvoll den Boss. Ich finde, wenn das öffentliche Schulwesen alle gestellten menschlichen und schulischen Probleme in einer völlig befriedigenden Weise löste, würden in der Tat Privatschulen und auch wir als Landerziehungsheim überflüssig sein. Er begründete den Ruf der Odenwaldschule im Nachkriegsdeutschland und machte sie zur fortschrittlichsten Schule der 60er Jahre. Erziehung durch Unterricht war seine Maxime. Kinder müssen zu Subjekten sich entwickeln können, die sich selbst bestimmen, die mitbestimmen und die selber so etwas wie eine demokratische Lebenswelt in Gegenwart und in Zukunft vertreten können. Wir nehmen die Legislative aus dem Parlament heraus und geben sie den Klassen. Ich musste auf ein Internat, weil weder meine Eltern mit mir noch vor allen Dingen die Schule noch unser Hausmädchen mit mir fertig wurden. Es ging nicht mehr und ich selber war auch unglücklich. Und so kam ich, nachdem die Jesuiten mich wegen Zeugnisses nicht genommen haben, auf die Odenwaldschule, die mich Gott sei Dank genommen hat. Das Besondere an dieser Schule waren schon die Lehrer. Ja. Vom Gymnasium kannte ich Lehrer, ich pauschalisiere, das waren Kriegsheimkehrer, die waren durch Krieg geschädigt. Dann kam ich zur Odenwaldschule. Da war die Atmosphäre eine andere. Und es war eine ganz merkwürdige Mischung, das kriegt man dann schnell raus. Es gab Leute, die in der Resistance gearbeitet hatten, im Widerstand. Es gab Immigranten. Diese arbeiteten aber zusammen mit ehemaligen Mitgliedern der Wehrmacht. Wir waren alles Leute mit einer Suchperspektive, einer Verstehensperspektive und einer Verantwortungsperspektive. Und der Schäfer hat das alles in den Unterricht eingeführt. Der hat Leistungskurs Nationalsozialismus, der hat Leistungskurs Kommunismus und Sowjetunion gemacht. Der hat Leistungskurs, der hat Judentum und Widerstand im Dritten Reich. Also das ist alles in der Odenwaldschule entwickelt worden. Sie wollten aus uns, ich kürze sehr ab, ordentliche Menschen machen. Wir wollten das auch öffentlich machen. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Schäfer ins hessische Kultusministerium gefahren bin, um dort vorzutragen, zu beraten, was weiß ich. Also es war eine Schule, die irgendwie ein Fanal darstellte. Ich gebe der Petra einen Schlag, die Petra gibt ihn weiter und so weiter. Ganz rundherum, so schnell als möglich. Und ich stoppe die Zeit, wie lange es dauert, rundherum. Und dann machen wir es in die andere Richtung. Oh. Gut, das waren 8 Sekunden. Und jetzt aber, anders. Anders, Markus, los, hier. Ebenso wie Wolfgang Edelstein passte auch Benita Daublebski nicht ins restaurative Nachkriegsdeutschland. Ihr Vater war ein österreichischer Adliger und im Widerstand gegen Hitler. Die Botschaft, die er ihr mitgab, nie wieder Gewalt. Die Pädagogik schien Benita Daublebski der beste Weg, diese Mission zu erfüllen.
Ich habe in Graz Psychologie studiert, das war ganz unkonventionell damals. Als Frau und da von der Odenwaldschule ein Ruf vorausgegangen ist wie Donnerhall, habe ich es als ja, selbstverständlich gefunden, dass ich dann dorthin gehe und ausprobiere, wie also eine Schule ganz anderer Art ist. Davor hatte Benita Daublebski 6 Jahre am ebenso berühmten Landerziehungsheim Birklehof gearbeitet und bekam so Zugang zu illustren Kreisen. Das sind die Pichts, das sind die Weizsäckers, das sind die Bäckers, das sind also Menschen mit Einflusskultur und bekannten Kreisen, also ein Kreis von miteinander kulturell, aber dann auch politisch vernetzten Menschen, die über diese Netzwerke einen hohen Einfluss, die selber und in ihren Freundschaften oder Freundschaftsnetzwerken einen hohen Einfluss ausüben, der natürlich nirgends legitimiert wird durch demokratische Prozeduren, sondern eben durch Zugehörigkeit zu bestimmten Eliten. Von diesem Netzwerk hörte ich zum ersten Mal. Besonders ein Name fiel immer wieder. Helmut Becker. Helmut Becker war die Schlüsselfigur der Bildungspolitik der 50er bis in die 70er Jahre. Er war Mitglied des Deutschen Bildungsrates und ein einflussreicher Schulreformer. Ihre Front gegen die Gesamtschule stärken. Keine Podiumsdiskussion zum Thema Bildungspolitik, an der er nicht teilnahm. Also, ich mag für vieles der Vater sein, unter anderem auch für 6 Kinder, aber ich bin sicher nicht der Vater des Numerus Clausus. An Helmut Becker kommt man im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Odenwaldschule nicht vorbei. Er war auch Syndikus der Landerziehungsheime. Als Gründer des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung holte er Wolfgang Edelstein an sein Institut. Er hatte eben ein Netzwerk. Es reichte in die katholische Kirche, in die evangelische Kirche, in die Volkshochschulen, in die Universitäten. Und Becker konnte natürlich wunderbar mit Dahrendorf, mit Habermas oder mit Adorno. Also der gehörte in diese neue Zeit. Ich war so verwundert, dass jemand, der also so groß und mächtig ist, mich so ernst nimmt und mir Fragen stellt als Berufsanfängerin. Gleichzeitig habe ich wahrgenommen, dass man als Frau nicht ganz so viel wert ist. Die brillanten jungen Männer, die waren dann schon eben einfach was viel Besseres. Da konnte man nicht mithalten. Einer dieser brillanten jungen Männer war Gerold Becker. Nicht verwandt mit Helmut Becker, aber dessen Schützling. Gerold Becker war ursprünglich Theologe und nahm dann ein zweites Studium auf. Pädagogik an der Uni Göttingen. Ich meine, ich wusste, dass er homosexuell war. Und wenn ich Vorbehalte gegen Becker hatte, wurden sie automatisch bei den Progressiven, zu denen ich ja auch gehörte, also hör mal, homophobe Neigungen, du solltest dich mal auch ein bisschen modernisieren. In Göttingen lernte Gerold Becker den Direktor des pädagogischen Seminars kennen, Professor Dr. Hartmut von Hentig. Kindheit ist das gemeinsame gesellschaftliche Los aller Kleinen. Woran leidet denn ein Schüler? Ich zähle auf an seinen Eltern, wenn sie eben nicht die richtigen Eltern sind. Er leidet an seinen Geschwistern. Haben Sie nie? In den 70ern sollte Hartmut von Hentig der einflussreichste Schulreformer Deutschlands werden. Ein Hoffnungsträger vieler Pädagogen und Politiker. Und Gerold Becker und von Hentig wurden ein Paar. Über seine Homosexualität habe ich gewusst. Das war ganz klar. Wir haben gewusst, dass er der Partner von Hentig ist. Mir war das auch nichts Neues. Nur, dass das mit kleinen Buben was zu tun haben könnte, dieses war einfach undenkbar. Für Helmut Becker war es nicht undenkbar. Denn sein eigener 14-jähriger Patensohn hatte ihm von sexuellen Übergriffen Gerold Beckers erzählt.
Das hinderte Helmut Becker nicht daran, ihn zum Leiter der Odenwaldschule zu machen. Also es ist die Brücke, über die auch meine Überzeugung läuft. Das ist ziemlich deutlich geworden aus den Zeugnissen, dass der Patensohn betroffen war und es seinem Patenonkel berichtet hat. Ich habe es nie erfahren. Aber das bindet den Schuldknoten. Wenn das der Fall ist, und das muss gewesen sein, ehe Gerold Becker Schulleiter wurde, hat Helmut Becker eine bestimmte Schuld. Er hat dann, wenn das zutrifft, wissend diesen Menschen, der ihm nahe stand, in den Schulleiterstand gebracht an der Odenwaldschule. Trägt damit eine unleugbare Verantwortung. Nicht alleine, aber ohne ihn wäre der nicht Schulleiter geworden. Das ist klar. Ich bin ja bis einschließlich 6. Klasse auf ein öffentliches Gymnasium gegangen. Und die Situation ist für mich zunehmend schwieriger geworden. Also meine Eltern hatten so eine An-Aus-Beziehung, die haben sich immer wieder mal getrennt, waren immer wieder mal zusammen. Meine Mutter war davon sehr in Anspruch genommen. Ich habe mich sehr alleine gefühlt. Und das Ergebnis war, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr zur Schule gehen, ich will da nicht mehr hin. Und dann sind meine Eltern auf die Idee gekommen, Odenwaldschule. Von der haben sie gehört, das sei doch so toll dort. Dort würden Kinder viel freier erzogen werden. Das sei nicht so eine Drillanstalt. Und dann haben wir uns die Schule zusammen angeschaut und ich fand das so mittel. Also so hier am Arsch der Welt habe ich eigentlich keine Lust zu leben. Aber ich wollte auf jeden Fall von meiner alten Schule und von meiner Familie weg. Und dann war das einfach das kleinere Stück Scheiße gewesen. Ich bin mit meinen Drillingsbrüdern an die Odenwaldschule gekommen und durch Empfehlung von einem Freund unserer Eltern, nämlich Helmut Becker. Helmut Becker hat meinen Eltern gesagt, entweder ihr schickt eure Kinder auf die Odenwaldschule oder sie werden Terroristen. Ich weiß noch, dass bei der Ankunft die Sonne schien, kann ich mich noch gut erinnern, und wir gleich am ersten Tag sozusagen auseinandergenommen wurden. Der Peter kam ins Schweizerhaus, der Dani ins Bachhaus und ich ins Herderhaus. Das heißt, wir waren geografisch auf der Schule schon sehr weit auseinandergenommen. Also der erste Schultag war so, dass wir alle auf die Freilichtbühne der Odenwaldschule eingeladen wurden. Also unten steht der Schulleiter Gerold Becker, begrüßt die ganze Schule. Und in der Ansprache sagte Gerold Becker: Hier auf der Odenwaldschule ist alles erlaubt. Alles ist erlaubt. Gerold Becker wurde für seinen radikal antiautoritären Erziehungsansatz bundesweit bewundert. Herr Gerold Becker, mein nächster Gast, Leiter der Odenwaldschule, ganz knapp ausgedrückt. Und vielleicht sind Sie so nett, Herr Becker, und sagen uns in kurzen Worten, unter welchen pädagogischen Prinzipien Ihr Haus angetreten ist. Was tut und will die Odenwaldschule? Ich weiß nicht, ob ich das in kurzen Worten sagen kann, wenn ich höre Ihr Haus, das klingt dann ja schon... Naja, also die Odenwaldschule, ganz kurz zu sagen, ist eine private Internatsschule oder eine Internatsschule in freier Trägerschaft, die aus der Reformpädagogik stammt, vor 70 Jahren gegründet worden ist und sich bemüht, eine gute Schule zu sein. Das heißt, eine Schule, in der Kinder gerne sind, in der die Lehrer gerne arbeiten und in der, wie wir hoffen jedenfalls, alle, die da sind, es nützlich finden, dort zu sein und gleichzeitig spaßig finden. Sie haben es brillanterweise vermieden, auch nur irgendetwas konkreter zu formulieren. Man muss einen charismatischen Menschen muss man selber begegnet haben. Sichtbar ist es daran geworden, dass er einfach eine Art gehabt hat, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, die sie
fasziniert hat. Also Becker konnte in ganz kurzer Zeit Beziehung aufnehmen zu Jungs. Also er konnte ganz schnell einfach gucken, wie sind denn die drauf, was mögen die, wofür kann ich die begeistern und die dann da abholen. Die Kinder, und dass es ihnen gut ging, das gut ging in Anführungsstrichen auch wieder, das spielte schon die Hauptrolle in Beckers Denken. Und so hat er auch, ja, Lehrer gelegentlich angegriffen, mich auch, weil wir uns zu wenig um Kinder kümmerten oder er das Gefühl hatte, sie sind nicht glücklich genug oder was auch immer. Also hat einem schon gelegentlich einen reingewirkt. Das Leben unter Becker war anstrengend. Henner Müller-Holz kehrte nach 10 Jahren an die Odenwaldschule zurück. Hinter ihm lagen bewegte Jahre beim Studentenbund, ein gebrochenes Herz und ein abgebrochenes Studium. Ich wollte nicht Lehrer werden. Ich wollte nur Lehrer auf der Odenwaldschule werden, weil ich die Atmosphäre des Lebens und des Zusammenlernens so fand, dass ich meinte, das sei mir genehm. Auch mit den ganzen Freiheiten, die man da hat. Und es war mir auch genehm. Und für mich trifft sicher auch zu, dass die Odenwaldschule auch bei mir gewirkt hat als Reparaturanstalt für Erwachsene. Salman Ansari war mit seinen Eltern von Indien nach Pakistan geflohen. Sie schickten ihn zum Chemiestudium nach Deutschland. Er wollte weder in die Industrie noch in den Hochschulbetrieb. Die Odenwaldschule bot ihm die Freiheit, ohne feste Lehrpläne zu unterrichten. Ja, das war ein Zufall. Ich bin ja nicht als pädagogisch ausgebildet und war hauptverantwortlich für den Bereich Chemie. Es war kein anderer Chemielehrer da. Also musste ich verschiedene Jahrgänge, mit denen irgendwie fertig werden, neue Konzepte auch entwickeln. Aber da auf der Odenwaldschule, selbst wenn mein Unterricht manchmal katastrophal war, zählte ja Unterrichtsqualität ja überhaupt nicht. Das heißt, niemand hätte mich sowieso ermahnt und gesagt, jetzt bereiten Sie sich ein bisschen besser vor. Das kam ja nicht vor. Also ich hatte genug Zeit, um meine Fehler zu korrigieren. Aber die musste ich erst mal selber erkennen, nicht? Und das hat mich irgendwie gereizt. Ich wollte guten Unterricht machen. Und dann eben zu erleben, wie die Kinder große Augen machen, wenn sie was lernen, wenn sie was entdecken, wenn du siehst, wie Kinder sich freuen, dass sie etwas, was sie vor 2 Tagen nicht beherrscht haben, plötzlich beherrschen, plötzlich damit umgehen können. Das sind beglückende Augenblicke. Ne? Auch ich war glücklich in meiner Internatszeit. Als pubertierender Teenager fühlte ich mich geborgen in meiner Schulfamilie. Das ist eine der Besonderheiten der Odenwaldschule und auch meines Internates in der Schweiz. Schüler unterschiedlichen Alters wohnen mit den Lehrern als Familienoberhaupt in einer Heimfamilie zusammen. Es gab liberalere, freiere, beides in Anführungsstrichen Familien und etwas strengere. Und wie gesagt, meine, aber nicht nur meine, gehörte zu den strengeren. Und auch wir hatten keine Schwierigkeiten, da die Kinder sich ja die Familie aussuchen konnten, die Familien vollzukriegen. Und meine Familie auch schwer war. Ich wollte 1 oder 2 schwierige, wirklich schwierige Kinder jedes Jahr auch haben, weil ich dachte, für die ist die Odenwaldschule in der Hauptsache da. Eine Mutter fragte mich mal, wie kommen Sie so gut klar mit meinem schlimmen Kind. Da habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Ihr Sohn erinnert mich so sehr an mich selber in diesem Alter. Mit dem ich für die 8. Klasse das Zusammenleben im Internat geplant hatte, hat dann irgendwann den Vorschlag unterbreitet und hat gesagt, wollen wir nicht zum Gerold in die Familie gehen? Da ist immer was los. Und das stimmte. Also bei Becker war immer was los. Da war immer Party, da konnte man machen, was man wollte.
die machten Ausflüge miteinander, die sind zusammen essen gegangen, die haben tolle Wanderwochen gemacht. Also da war immer Party, das war schon sowas von Odenwaldschule, erste Liga. Spannend war einfach die Freiheit in dem Haus und die Charaktere in dem Haus. Das waren schon vollkommen unalltägliche Menschen, die Gerold da in seiner Familie hat und in seiner Umgebung. Er trank dann da seinen Maria Kron, drehte sich seine Zigarette und redete mit uns bis morgens um eins, wie mit ganz normalen Erwachsenen. Das ist das Wohnzimmer Beckers. Das war so das für ihn typische Durcheinander. Also jede freie Fläche war vollgestellt mit Stapeln von Papier und Büchern. Und auf dem Foto zu sehen ist Thorsten, ein weiterer Mitschüler und ich, wie wir uns, wie auch immer, gerade eine Kiste Bier organisiert haben und uns da jetzt gerade zuprosten und da versuchen, ein bisschen in Partystimmung zu kommen. Und dann saßen wir da und soffen und redeten und rauchten und verbrachten den Abend miteinander. Der Schulleiter und seine Schüler. Ich erinnere mich, dass ich also öfter in Gerolds Becker Wohnung gegangen bin und dann gesehen habe, dass dort ein ziemliches Chaos war und Bierflaschen auf dem Tisch gestanden sind und ihn auch angesprochen habe. Also ganz massiv gesagt, ihn gefragt habe, ob er spinnt. Nur alle Leute, die Kollegen haben, wissen, dass man solche Sachen erst tut, wenn es wirklich ernsthaft bedrohlich ist. Und Bier, gut, es war in den 70er Jahren, war man da noch nicht so, so streng, wie das jetzt ist. Ich gehörte zu der Gruppe, die sagten, wir brauchen viele Regeln. Gemeinsames, vielfache Heimordnung, die haben wir doch alle, sagte Becker. Ja, aber sie wird nicht gebraucht und soll man das nicht verbindlich machen? Nein, irgendwann habe ich Becker gesagt, dann meinst du also, man muss die Leute auf sich selber einschießen. Ich muss meine Familie nicht auf die Heimordnung auf anschießen, sondern auf mich. Ja, genau so, meinte er. Ich habe nicht gemerkt, das Risiko damals, was da drin stand. Denn es gab dann sehr viele Familien, vielleicht sogar sehr viele Odenwaldschulen. Auf jeden Fall die Bandbreite dessen, was in der einen Familie möglich war und in der anderen nicht, war groß. In our present. Und sicherlich hat Becker das Laissez-faire deutlich ausgeweitet. So in dem Sinne, wenn du nicht guckst, was ich mache, dann schaue ich auch bei dir nicht hin. Das war sicherlich so. Aber als Schüler war mir das ja gar nicht so unlieb, muss ich sagen. Also sprich, wenn ich nicht kontrolliert wurde, ob ich jetzt ein Bier, zwei oder drei trinke am Abend, dann war mir das auch recht. Das ist so, ehrlich muss ich sein. Und diese Sexualisierung der Schule, die vielen aufgefallen ist, die habe ich natürlich selbst erlebt. Also sprich, ich war dabei, ja, in jeglicher Hinsicht. Aber ich hätte das nicht damals sozusagen nicht auf Gerold Homo Becker zurückgeführt. Ich hätte es eher auf eine insgesamt vorhandene gesellschaftliche Entwicklung zurückgeführt. Man muss ja bedenken, dass die sexuelle Revolution eben damals stattgefunden hat. Das heißt, wir haben überhaupt erst die Sprache dafür gelernt. Weil so wie wir erzogen worden waren, haben wir, also ich weiß nicht, Worte, ich natürlich aus einer katholischen Klosterschule kommend, Worte wie Ficken oder Bumsen oder... Aber auch die wissenschaftlichen Worte, also Penetration oder Selbstbefriedigung, alles so etwas, das habe ich alles erst in der Zeit überhaupt gelernt. Also es wurde nicht von Sexualität des Kindes geredet, aber zum Beispiel Frau
hat erzählt bei einem Kongress, wo auch um Sexualität ging, also Konferenz oder Fortbildungstagung, ich weiß nicht, wie sie hieß. Sie sagte, wenn ich an die Tür klopfe von meinem Mädchen, das schon 17 ist, und vier Füße entdecke unter der Bettdecke, dann schließe ich die Tür diskret und gehe hinaus. Das fand sie als großartiger Tat. Ich hätte gesagt, das ist völlig unmöglich. Nicht da, also, da wurde ja eben nicht geredet darüber. Über Sexualität redet man nicht. Haben wir Regeln hier? Haben wir Aufklärung hier? Was wollen wir machen? Was ist unser gemeinsamer Nenner? Nichts. Im Nachbarhaus vom Herderhaus, da war eine Familie, die war sehr beliebt. Die waren beide Handwerker. Also sie hatten beide so Gestaltungsunterricht gegeben. Und da saß ich mal bei denen am Tisch. Und die hatten auch beide Kinder auf der Odenwaldschule. Die meinten, also diese ganze Kifferei und alle Kinder und Jungs, die da kiffen, die haben alle zu wenig Sex. Die sollten alle mehr Sex haben. Dann würde das auch mit der Kifferei aufhören. Die sind alle nicht ausgelastet und ausgeglichen. Und das haben sie mir nicht nur einmal gesagt. Ich kam dann im Herderhaus in den Eingang rein und ging die Treppe runter in den Keller, wo auch Duschräume sind und auch ein paar Zimmer. Und hörte nur, dass eben sehr laut war durch das Prasseln des Duschstrahls oder der Duschstrahlen. Und dann sah ich da vornübergebeugt einen Menschen, der durchs Schlüsselloch guckte vom Duschraum. Aber es war so laut, dass der Mensch mich nicht gesehen hat oder gehört hat. Und das war unser Schulleiter, Gerold Becker. Da war ich 6. oder 7. Klasse. Was Becker morgens ja machte, war, er hat morgens immer geduscht. In diesem großen Duschraum mit den Schülern, weil sein eigenes Badezimmer vollgestellt war mit Gerümpel. Und das war relativ am Anfang des Schuljahres dann. Da habe ich mir beim Fußballspielen die Hand verletzt. Ich hatte die Hand in so einer Plastiktüte eingewickelt. Und stand dann unter der Dusche und habe versucht, mir mit der freien Hand, mit der unverletzten Hand die Haare einzuschamponieren. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, soll ich dir helfen? Und ich dachte, ja, das ist ja echt ein total toller Lehrer. Das ist ja, der hilft mir sogar beim Haare waschen. Und dann hat er mir die Haare einschamponiert und als er damit fertig war, hat er mir die Genitalien einschamponiert. Und ich denke, das war sozusagen so ein, der Test, wie weit kann er gehen? Und hat die Erfahrung gemacht, ja, er kann. Also ich konnte mich nicht wehren, ich bin da zu Eis erstarrt und bin dann auch völlig verstört in mein Zimmer gegangen. Und dann bin ich aber rückwärts diese Treppe wieder zurückgegangen und habe gedacht, da mach ich mich mal nicht bemerkbar. Und das habe ich dann meinem Familienoberhaupt erzählt und das war eben damals noch der ich habe das meinem Familienoberhaupt erzählt und der guckte mich dann an und sagte auf meine Frage, was er denn davon denkt und hält, diese klassische Antwort, die uns heute allen sehr befremdlich in den Ohren klingt, aber die wirklich damals wohl bei einigen im Denken eine Standardantwort war. Denn ich sagte, der steht ja offensichtlich auf Jungs. Und da meinte er, das ist alles relativ. Denn wenn wir zurück in die Antike gehen und uns angucken, wie das bei den Griechen war, dann kann man sehen, bei den Griechen war die Knabenliebe oder die Liebe von Männern zu Knaben eine ganz natürliche Sache, die dort zum Alltag gehörte und das ist eine Betrachtungsweise des Einzelnen und man kann das als etwas Natürliches empfinden oder man kann auch abgestoßen davon sein und
Das muss ich mit mir ausmachen. Ja, dann habe ich gedacht, dann bin ich mal vorsichtig ab dem Moment. Wir haben im Keller gewohnt. Im Keller waren drei Schülerzimmer und er wohnte im Erdgeschoss. Und dann kam er also morgens im Bademantel mit Badeschlappen die Kellertreppe runtergelaufen. Und also wir kannten auch das Geräusch schon, dieses Schlappen von den Schlappen. Und dann war also klar, er klopft jetzt gleich und hat dann immer sein Ho Chi Minh-Klopfen an die Tür geklopft, dieses. Und dann kam er rein und dann hat er sich an die Betten der Jungs gesetzt, also so auch an meins, und saß dann da im Bademantel am Bett und hat angefangen, an mir rumzufummeln. Und hat sich dann eben so vorgetastet zum Genitalbereich und hat dann eben die Hoden geknetet und den Penis geknetet. Und es ging ja auch, ging ja so der Spruch rum in der Familie, wenn Bäcker reinkommt, dann heißt es stabile Bauchlage. Und es ist aber eigentlich Unsinn, weil wenn man das gemacht hat, also wenn man quasi die stabile Bauchlageposition eingenommen hat, dann hat er angefangen, am Po rumzufummeln, einen den Finger in den Anus zu stecken. Und da war das auf die gleiche Vorgehensweise, sowas brutal aggressives. Es gab eigentlich keine Möglichkeit, sich diesen Zugriffen zu entziehen für mich. Jetzt lebe ich also Tür an Tür als 19-Jähriger neben dem 14-Jährigen und bekomme nicht mit, dass der regelmäßig da in dem Zimmer missbraucht wird. Ich hatte nicht die Ahnung. Ich habe den Gerold wie eh und je erlebt. Zum Beispiel habe ich in einem Theaterstück mitgemacht. Und ich stand abends um 11 in der Dusche und habe mir die Theaterschminke abgeduscht. Und da geht die Tür langsam auf von der Dusche. Und da guckt dann der Gerold rein, guckt so, entdeckt mich. Ach, du bist's. Und dann geht die Tür wieder zu. Also, dass er sich für die Achtklässler interessiert hat, das war mir natürlich klar. Dass es so weit ging, war mir nicht klar. Ich hatte die klassischen Übergriffssituationen zu überstehen. Einerseits beim Duschen, die klassischen Nummern, einseifen, anfassen und so weiter. Und dann eben auch vorher beim Wecken. Auch da das inzwischen hundertfach kolportierte Anfassen am Geschlechtsteil, manipulieren, Hintern betatschen und so weiter und so fort. Aber das, was andere erlebt haben, durch Gerold Becker erfahren haben, habe ich sozusagen nur ansatzweise erlebt und erfahren, weil ich dann eben mir einen Schlüssel besorgte und mein Zimmer abgeschlossen habe. Nachts und nicht mehr zum Duschen gegangen bin. In der Welt außerhalb des Hambachtals avancierte Becker zu jener Zeit zum Lieblingskind der linksliberalen Elite. Als Astrid Lindgren den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam, hielt Gerold Becker die Laudatio. Live übertragen im deutschen Fernsehen. Nun die Festrede von Gerold Mohr Becker, dem Leiter der Odenwaldschule. Die Psychoanalyse hat in vielen Bildern deutlich gemacht, wie im strengsten Sinne lebensentscheidend es ist, dass ein Mensch aufwachsend lernt, in einem entspannten, aber nicht spannungslosen Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen seiner Triebe und den Ansprüchen der Realität zu leben. Ja, dass der Einzelne mit seiner Triebwelt sich geradezu befreunden muss, wenn sein Ich nicht durch die Angriffe aus dem Hinterhalt des Verdrängten ständig gefährdet sein soll.
Astrid Lindgren, die mir einmal gesagt hat... Gerold Becker und Hartmut von Hentig wurden eine Art Powerpaar der pädagogischen Szene. Insbesondere von Hentig galt als die Symbolfigur im Kampf für eine bessere Welt durch eine bessere Schule. Vielen Dank, Herr Becker. Jetzt sind wir natürlich neugierig darauf, was die Journalisten... Und was aber natürlich, was damals eben angefangen hat, war diese permanente Angst, passiert es wieder. Es war bei mir immer verbunden, und diese Aussage teilen ja andere Betroffene, es ist passiert, verbunden mit der Hoffnung, dass es nicht mehr passiert. Und es ist ein ganz schmerzhafter Prozess zu erkennen, dass diese Hoffnung unbegründet ist. Es ist ein ganz schmerzhafter Prozess zu erkennen, es passiert immer wieder, es ist immer gleich schrecklich, und es gibt keine beobachtbaren Kriterien dafür, dass es irgendwann aufhören wird. Gleichzeitig wusste ich ja natürlich gar nicht, was Sexualität überhaupt bedeutet. Also weder kannte ich das Wort, noch kannte ich das Wort Homosexualität, noch kannte ich Pädosexualität oder Päderastie. Waren mir alles keine Begriffe zu der Zeit. Das heißt, ich dachte, das ist es. Es ist noch viel schlimmer. Ich dachte, so sieht's aus. Was natürlich eine schreckliche Vorstellung ist, die ich mir dann auch irgendwann mal abgewöhnen konnte. Aber zunächst mal dachte ich, ja, offenbar ist es das. Also dieses Erlebnis mit ihm war ein Erlebnis, was ich als 13-Jähriger nicht bewältigen konnte. Also ich hatte keine Lösung dafür anzubieten, weder in der Beziehung mit ihm noch aus der Beziehung auszusteigen und mich an jemand anders zu wenden. Und die Lösung, die ich damals unbewusst gewählt habe, ist, das abzuspalten. Also wenn mich eine Viertelmann gefragt hätte nach, ja, du warst doch gerade im Duschraum mit Becker, war da was komisch? Dann hätte ich gesagt, nee, wieso? Das war weg. Das ist alles sehr, sehr schwer aufzulösen. Und mir in vielem, je mehr ich darüber nachdenke, wird es mir nicht klarer. Es wird mir nur klarer, dass ich mitten da drin gesteckt habe und nicht einfach nur sagen kann, ach, du hast doch nichts gemerkt, scheiße, wenn man doof ist. Auch wenn ich nichts gemerkt habe, ich war Teil dieser Schule. Und damit bin ich auch verantwortlich oder schuld, auch an dem, was jetzt geschieht, auch involviert, sonst würde ich mich abseilen. Nein, 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 ich war davon ein Teil. Davor war ich blind, und dieser Blindheit ist, vielleicht mein Erfolg ist, ein Grund dafür, dass ich vieles nicht gesehen habe, klar gesehen habe, was hier lief, nicht? Einmal das, und das andere sind die Konzepte, die man im Kopf hat. Ein Konzept, was ich im Kopf hatte, war, dass Pädagogen unmöglich Kinder missbrauchen können. Da liegt für mich wahrscheinlich auch einer der Schlüssel, warum das nicht wirklich wahrgenommen wurde, was passiert ist, weil es da eben so eine Grenze gegeben hat, die nicht im Internat und im Familienleben liegt, sondern in der Schrecklichkeit der Sache. Dass die eben von den Betroffenen, genauso wie von ihm, so absolut zugedeckt werden musste, weil es einfach so undenkbar grässlich ist. Also, Lehrer waren ja damals auch noch Respektspersonen. Das waren jetzt nicht irgendwie die engsten Buddies und die größten Vertrauten, mit denen man sich umgeben hat, sondern die kamen eben abends und guckten, ob man im Bett liegt oder nicht.
haben einen mehr oder weniger gut unterrichtet, haben einem Noten gegeben und Berichtshefte geschrieben. Zu denen geht man, würde ich mal sagen, in der Mehrzahl der Fälle als, wie schon erwähnt, beschmutztes, beflecktes Opfer. Nicht so einfach. Und abgesehen davon glaubte ich zumindest, dass es sich da um eine geschlossene Gesellschaft handelt, um die Gesellschaft der Lehrer und Lehrerinnen. Und als solche hat sie sich ja schließlich endlich auch lange Zeit dargestellt. Die geschlossene Gesellschaft der Lehrer sonnte sich im Ruhm der Schule und war gleichzeitig total zerstritten. Die Strengen bekämpften die Laxen in endlos langen, zermürbenden Konferenzen. Aber letztlich behielt Gerold Beckers wachsende Anhängerschaft immer die Oberhand. Beschwerden fruchteten nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an Fälle, wo ich zu Becker gegangen bin. Da war ein Herr, hieß er, ne? Das war auch so ein moderner Lehrer, der ist jetzt in New York oder was, Gott möge ihm helfen, weiterhelfen, weiß nicht, was er da macht. Ich fand ihn entsetzlich. Und der hatte eine Affäre, seine Frau saß hochschwanger im Schillerhaus und der hatte eine Affäre mit einer Abiturientin. Und die sollte er auch prüfen. Die gab sogar an, seine Geliebte zu sein, ganz öffentlich bei der Abiturprüfung. Und da bin ich zu Becker gegangen und habe gesagt, das kann sie nicht machen. Er darf sie nicht prüfen. Da hat er gesagt, das können wir nicht machen. Dann kommt Schulamt und so weiter. Das war völlig in Ordnung. Und er hat das so laufen lassen. Ne? Das Fatale war, es gab keine höhere Beschwerdeinstanz. Denn Gerold Becker war damals auch im Vorstand der Schule und wusste seine Vorstandskollegen hinter sich. Die Mischung aus Zeitgeist und fehlender Kontrolle ließ zusehends alle Grenzüberschreitungen zu. Und ich würde es auch heute unterschreiben, die Tatsache, dass sicherlich die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Schule irgendwann, und wenn es nur einmalig war, mit einer Schülerin oder einem Schüler sexuellen Kontakt hatten. Darüber möchte ich natürlich nicht sprechen. Nur so viel, dass ich immer noch ein ordentliches Verhältnis zu ihr habe. Und nein, das war außerhalb. Und das, meine ich, kann auch nicht unter dem Aspekt des Missbrauchs gesehen werden. Es kann unter, nein, es muss von heute her, auch von mir, gesehen werden unter dem Aspekt, dass ich natürlich das, was man mit dem nicht sehr schönen Ausdruck, aber es stimmt, professionelle Distanz bezeichnet, dass ich sie hier überschritten habe. Die Welt der Odenwaldschule war aus den Fugen geraten. Sexuelle Beziehungen mit Schutzbefohlenen waren auch damals strafbar. Doch das schien niemanden zu interessieren. 16 Jahre war Gerold Becker an der Schule, bis 1985. Diese Zeit sei die schönste seines Lebens gewesen, soll er immer wieder gesagt haben. Irgendwann im Laufe meines 10. Schuljahres hat er mit mir darüber gesprochen, dass er die Odenwaldschule verlassen wird. Und hat das begründet mit, er macht das jetzt 1,5 Jahrzehnte, es würde jetzt reichen. Nun war er noch ein bisschen jung, um loszulassen, als er von der Ose wieder wegging. Das Amt hatte ihn sicher so gefordert, dass er körperlich am Ende war. Aber dann hat er andere Dinge gemacht, wollte eigentlich, so sagte er mir, aber anderen auch, in den Entwicklungsdienst gehen, möglichst nach Afrika. Da haben wir ganz viel mit ihm geredet, weil er also gefunden hat, er muss nach Afrika gehen und dort Brunnen graben. Und wir gefunden haben, genau das wäre sehr vernünftig, heraus, weg, was ganz anderes, damit der Abschiedsschmerz nicht so groß ist. Ich weiß, dass
Gerold Becker sozusagen wie eine Marionette da rausgeholt wurde, woanders hin verpflanzt werden sollte, das hat nicht geklappt. Aber dann eben Posten gefunden hat, die ihm nach wie vor ein Einkommen ermöglichten. Bewusst herausgenommen oder freiwillig gegangen, die Motive für Beckers Abgang sind bis heute nicht geklärt. Sicher ist, Gerold Becker ging nicht nach Afrika, sondern wurde erst einmal arbeitslos. Doch bald beriet er als gefragter Pädagoge Stiftungen, Schulen und das hessische Kultusministerium. Um seinen Nachfolger kümmerten sich er und sein alter Mentor Helmut Becker höchstpersönlich. Es war so, ich habe mich dem Vorstand vorgestellt. Und da war der Helmut Becker natürlich auch da und der Vorstand. Und dann weiß ich, also habe ich insbesondere im Kopf zwei, drei Sätze von Helmut Becker, der da so der Wortführer war. Und der sagte, also die Odenwaldschule, die brächte einen eigentlich immer ins Verwundern. Die pazifistische Schule in Deutschland, und die sucht sich jetzt aus einen Schulleiter, der Reserveoffizier ist. Das könnt ihr gar nicht verstehen. Und unter diesen Art von, so wie er geredet hat, so kleine Sortisen und Witzigkeiten, da hat er dann auch gesagt, und ganz ungewöhnlich ist es auch, dass der Schulleiter zum Vorstand kommt und sagt, ich schlage Herrn Harder als meinen Nachfolger vor. Das war ja ganz ungewöhnlich. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Ich wurde gefragt, habe geantwortet, und dann haben die beraten, und ein paar Tage später haben sie, ohne weitere Kandidaten kennenzulernen, gesagt, nun mach das mal. Der Didaktiker Wolfgang Harder soll die Schule wieder auf den richtigen Kurs bringen. Er tritt ein schweres Erbe an. Das Kollektiv der Lehrer verteidigt eisern die Freiheiten der Becker-Ära. So vergehen 13 Jahre. Gerold Becker bleibt ein häufig und gern gesehener Gast in der Schule. Sein Schatten ist groß. Das war schon schwierig. Wenn Gerold Becker kam, dann hingen die Trauben von Kindern an ihm, und an mir hing keine Traube. Und die Mitarbeiter strömten auf ihn zu, und am Laborgebäude war ein Graffito geschrieben, Gerold, du fehlst uns, überlebensgroß. Und da bin ich dann morgens dran vorbeigegangen, und dann stand das da plötzlich. Das waren schon so Stiche, die man empfinden konnte, aber das ist auch weggegangen. Zumal Gerold Becker war außerordentlich loyal mir gegenüber, immer. Also er hat mir, solange ich ihn kenne, hat er mir zur Seite gestanden oder hat mich unterstützt. Oder wenn ich ihn was gefragt habe, dann kamen lange schriftliche Antworten und so. Also das war sehr gut. '97 war ich auf dem Altschülertreffen und bin da so mit gemischten Gefühlen hochgefahren. Ich hatte ein paar Tage vorher ja mit einer Klassenkameradin telefoniert, und die sagte, ach komm doch, und dann sehen wir uns, können wir ein bisschen quatschen. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist Becker dort zu treffen. Und ich weiß noch so, ich saß da irgendwo im Speisesaal, das war ja so kantinenmäßig organisiert fürs Altschülertreffen, jeder konnte kommen, wann er wollte. Und da kommt durch den Haupteingang des Speisesaals, kommt Becker. So, und es hatte sowas wie so ein Star-Auftritt von einem Popstar. Also er kam rein und machte sich groß und wurde dann also begrüßt von ehemaligen Schülern mit Umarmung, mit Lachen, mit freudiger Erregung, mit Begeisterung. Also so diese, so eine Atmosphäre von unser Gerold ist wieder da. Und ich habe da gesessen und habe das gesehen und dachte, ich kotze gleich. Lieber Wolfgang, wir sind zwei Altschüler der Odenwaldschule und waren von 1980 bzw. 1982 Schüler an der Odenwaldschule und schlossen 1988 mit dem Abitur unsere Schullaufbahn ab. In dieser Zeit wurden wir, und wir sind leider nicht die einzigen, Opfer sexueller Übergriffe seitens Gerold Beckers. Die Übergriffe waren weder ein einmaliger Fauxpas, noch sind sie zu verharmlosen. Demzufolge verstehst du vielleicht unsere Irritation bzw. unsere Wut darüber, dass Gerold Becker auf dem letzten Altschülertreffen eine Podiumsdiskussion leitete bzw. sogar wieder als Lehrkraft in der jüngeren Vergangenheit an der Odenwaldschule eingesetzt wurde.
Uns geht es nicht darum, der Odenwaldschule als Institution zu schaden, vielmehr darum, all jenen, die nach wie vor Mitarbeiter der Odenwaldschule sind, die Augen darüber zu öffnen, mit wem sie es zu tun haben oder hatten. Infolgedessen erbitten wir eine Stellungnahme der Odenwaldschule zu oben genannten Ausführungen und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Also ich kann es gar nicht sagen, was das bedeutet hat. Am 16. Juni 1998 kam dann der Brief dieser beiden ehemaligen Schüler. Und als ich das gesehen habe, da ist mir wirklich, also ich dachte, mir bleibt der Atem weg und fliegt alles auseinander. Der Brief war an mich gegangen und an ungefähr 25 Lehrer im Kollegium. Das war etwas, die Behauptung, die da drin stand, Gerold Becker habe diese beiden Schreiber sexuell missbraucht, das war für mich, mir fällt kein anderes Wort dazu ein, denkunmöglich. In dem Augenblick, wo ich das erfahren habe, da war für mich ganz klar, dass dieser Schüler ist für mich tot. Die war tot an dem Tag, wo ein Kind missbraucht wurde. Das war mir klar. Sie hat nie gelebt, weil sowas passiert ist. Und ich kann mit dieser Schüler weder mich identifizieren, noch hänge ich ihr nach. Es war mir ganz klar, ich stehe auf der Seite der Kinder, die missbraucht worden sind. Wenn ich das richtig erinnere, habe ich diesen Brief auch gekriegt, wollte ihn beantworten und habe mich leider dem Hadischen Botum gebeugt. Sie sagte, nee, das machen wir alle zusammen und wir setzen uns zusammen und so weiter und machen das vernünftig und nicht jeder einzeln. Also das ist denkwürdig, was da passiert ist in dieser Konferenz. Also Harder berichtet und die erste Stimme, die laut wird, ist von Frau Also ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der besser die Kinder verstünde als Gerold Becker. Das ist ihre Reaktion. Das ist das Ergebnis. Und ein anderer sagt, der arme Gerold. Und der Becker war, hat sich verhalten wie immer. Er hatte mir gesagt, auf meine allererste, ich habe ihn noch am selben Tag gefragt und ihm das da mitgeteilt. Und seine ersten Sätze waren dann, in der Sache sage ich nichts. Und dann kam ein Formelsatz, der immer wieder und dann in der zwei, dreimal dann auch öffentlich gegenüber dem Vorstand verwandert. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich unfähig bin, ein Kind zu kränken, zu beschädigen, schlecht zu behandeln oder so etwas. Nachdem es dann den Briefverkehr gab, 98, hat Harder den Vorschlag gemacht, das alles in einem persönlichen Gespräch zu besprechen. Und eine Erwartung war von uns ganz klar formuliert. Wir wollen, dass die Odenwaldschule diesen beginnenden Aufklärungsprozess darüber eine Mitteilung den OSO-Nachrichten abdruckt. Damit einfach die Schulöffentlichkeit erfährt, was ist denn hier eigentlich los. Und Harder hat dann ein finsteres Gesicht gemacht, hat sich zurückgelehnt, hat die Arme verschränkt und hat gesagt, wenn ihr das öffentlich macht, macht ihr die Schule zu. Und immer gab es sozusagen eine Maxime, die alle geteilt haben, alle, die an der Odenwaldschule waren. Ich denke ausnahmslos alle im Kollegium, der gesamte Vorstand, der Trägerverein, die Meinung, wir müssen alles tun, dass das nicht in die Bildzeitung kommt. Wenn dieser Vorwurf dieser beiden Schüler in der Bildzeitung steht, dann können wir einpacken, dann ist die Schule kaputt. Harder hat sofort den Spieß umgedreht. Also nach kürzester Zeit waren wir in diesem Gespräch nicht die Opfer und das System, die Verteidigung der Täter, sondern die Schule war das Opfer und zwar von uns. Das war bis zu meinem Ausscheiden aus der Odenwaldschule im Juli 99, also praktisch ein Jahr nachdem dieser Brief gekommen war, hatte sich niemand gemeldet und ich wurde freundlich verabschiedet und mit dem einen oder anderen Lobspruch, wie gut, dass es nicht in Bildzeitung gekommen ist. Und damals schon habe ich gesagt, wartet ab, da kommen noch andere. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher mit den Sätzen, die ich eben gesagt habe. Wenn zwei geredet haben, dann reden auch noch mehr. Es hat aber niemand gefragt. Die wollten es nicht wissen. Die haben sich dafür entschieden, es nicht wissen zu wollen.
Hätte man damals genau nachgefragt, wäre Gerold Becker vor Gericht gekommen. Was Jürgen Demes und anderen widerfahren ist, erfüllt den Tatbestand der Vergewaltigung und wäre nicht verjährt gewesen. Die Schule reagierte mit einer Reihe von Maßnahmen. So hatte Gerold Becker ab sofort Hausverbot und musste von seinen Ämtern zurücktreten. Mitarbeitertagungen wurden abgehalten. Aber niemand konnte oder wollte sich der Frage der eigenen Mitverantwortung oder zumindest der Pflicht der Aufarbeitung stellen. Die Opfer fühlten sich verraten und wandten sich an die Öffentlichkeit. Das war damals der Hauptartikel gewesen. Dieser erste Schindler-Artikel wurde nicht nur von mir, heute gibt das aber kaum wer zu, nicht so sehr ernst genommen. Er wurde ärgerlich zur Kenntnis genommen. Was fällt dem Kerl ein? Ihr hattet doch bei Becker ein schönes Leben. Ihr habt den Mann ausgenutzt wie eine Weihnachtsgans. Und jetzt dieses, das ist undankbar. Ich war ziemlich zornig. Und die erste Frage ist, wer sind diese zwei Leute, die mit dem Journalisten geredet haben? Da stehe ich auf, der andere ist nicht aufgestellt, ich bin's derjenige. Nicht? Und dann hieß es gleich, ne, Judas, Nestbeschmutzer. Ich habe auch gesagt, sie leben in einer anderen Welt. Sie verwechseln hier Subjekt, Objekt, alles eigentlich. Ne? Keiner sagt ja, wir wollen mit den Schülern reden. Nein, der Ruf der Schüler ist kaputt, hieß es. Ne? Das stimmt. Am Anfang hatte Ansari eine Haltung und wir alle waren nicht so weit. Und selbst wenn ich sie nicht gut gefunden hätte, um sowas überhaupt rauskommen zu lassen, dafür braucht's Dinge, die man nicht gut findet. Unter kultivierten Leuten spricht man da nicht drüber, da kommt nie was raus. Dann muss wirklich einer das wollen, muss einer auch was sagen, muss einer sich unbeliebt machen. Und diese Rolle hat er gespielt. Und ist von einigen, auch von mir, als Heuchler, als Judas, als weiß der Geier bezeichnet worden. Als Verräter. Ja, an der Schule. Salman war der Einzige, dessen Solidarität 98, 99 nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern der aktiv gehandelt hat. Er hat sich bedingungslos auf unsere Seite gestellt. Er war der Einzige. Und dafür wurde er ausgegrenzt vom Kollegium. Naja, und irgendwo dachte man vielleicht, ja, entweder gibt es einen großen Skandal, aber der blieb ja aus. Und dann, wenn der Skandal ausbleibt, warum soll ich dann skandalisieren weiter? Nee, nee. Der Artikel kam 17. November 99 in die Zeitung und wir hatten das Gefühl, wir haben eine Riesengeschichte gemacht und es gab überhaupt keine Resonanz. Keines der großen Leitmedien verfolgte die Geschichte weiter. Gerold Becker tauchte im Windschatten alter Weggefährten in pädagogischen Kreisen wieder auf. Fast so, als wäre nichts gewesen. Die meisten Betroffenen konnten noch nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Vielen gelingt das auch heute noch nicht. Wieder vergingen 10 Jahre. Es schien Gras über die Sache gewachsen zu sein. Die neue Schulleiterin hieß Margarita Kaufmann. Jürgen Demes und sein Freund blieben hartnäckig. Sie wollten wissen, wie die Schule auf der kommenden 100-Jahr-Feier mit dem Thema Missbrauch umgehen würde. Eine Gesprächsrunde in Frankfurt wurde organisiert zwischen Schule und Betroffenen unter der Leitung eines Psychologen. Das kann man nicht einfach machen. Die Odenwaldschule hat so eine Struktur, dass ich zum Beispiel nicht morgens jetzt hinstehen könnte und dem Lehrer sagen, warum waren Sie heute Morgen nicht beim Frühstück? Oder dem Schüler. Sondern das würde sofort über die Konferenz gehen. Und dann muss Frau Kaufmann war die erste Vertreterin der Institution, die gesagt hat, ja,
ich möchte das hören, ja, ich möchte das anhören. Und bei mir hat das schon dazu geführt, dass ich dann so gemerkt habe, ja, ich bin bereit, mit dieser Frau zu sprechen. Also seit dem Brief bis jetzt sind 11 Jahre. Auch Benita Daublebski nahm als Vertreterin des Vorstandes an den Gesprächen teil. Meine alte Schulfreundin Stefanie Michael war zur Mitstreiterin der Betroffenen geworden. Sie begann eine akribische Recherche nach weiteren Opfern. Ich sollte die Gespräche filmen, damit die Aussagen der Betroffenen nicht wieder versandeten. Also ich bin nicht hergekommen, um das dritte Mal Gerold Becker zu sagen. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Und der, mit dem ich es zu tun hatte, Wolfgang Held, ist mittlerweile verstorben. Und ich werde Namen nennen. Also da bitte ich von vornherein schon um Verzeihung. Ich werde Namen nennen und ich bin auch hier, um ganz neue Namen zu nennen. Ich finde es sehr wichtig, dieser Namen, hinter den Namen verbergen sich Menschen, menschliche Schicksale, enttäuschte Hoffnungen, gebrochene Biografien, auch Tote. Und ich bin hier, die zu nennen. Okay, damit bin ich einverstanden. Das ist gut. Okay. Ja. Ist beruhigt. Ja. Was in dieser Zeit sich noch verändert hat, was damals ja Thorsten und ich so im Detail gar nicht wussten, ist, dass es ja eine viel, viel größere Anzahl an Betroffenen gibt und auch eine viel, viel größere Anzahl an Tätern gibt. Das war uns gar nicht klar. Und in den Frankfurter Gesprächen hat sich das 2009 herauskristallisiert. Wir hatten uns ja im Vorfeld des letzten Treffens, hatten wir ja miteinander gesprochen und du hast mich ja auch autorisiert, das, was du mir erzählt hast, genauso zu erzählen, was ich gemacht habe. Und ich führe das deswegen jetzt so weit aus, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit unseren Geschichten zumuten. Und es ist quasi als Einladung an dich zu verstehen, das auch genau zu benennen. Wie sehen denn Befriedigungsdienste bei Wolfgang Held eigentlich genau aus? Wolfgang Held hatte so eine tolle Anlage und es lief klassische Musik. Und dann hat er sich ganz entspannt auf sein Bett gelegt, hat sich erst ausgezogen, hat er sich auf sein Bett gelegt und sich zugedeckt. Und dann hat er einen so rangebeten an sein Bett, dann musste man sich da hinsetzen. Und dann hat er gesagt, ach, es war so anstrengend. Und dann hat er gemeckert über die Schule, hat über alle Leute hergezogen und hat einen da sozusagen ins Vertrauen gezogen. Und man war also ganz geehrt dadurch, dass er einen da in diese Kritik an allem und jedem an der Schule einbezogen hat und hat gesagt, ach, mir tun die Waden heute wieder so weh, kannst du mir nicht mal ein bisschen die Zehen kraulen? Und dann fing das damit an, dass man ihm die Zehen kraulen musste. Der hatte so ganz ekelhafte, wie so Vogelfüße, so knorzelige mit so dicken Gelenken und dann so rübergewölbten Nägeln und dann musste man diese widerlichen Zehen musste man also massieren und kraulen. Und dann war es also eine richtige Erleichterung, wenn er gesagt hatte, und jetzt mal ein bisschen mehr Richtung Knie. Und dann durfte man da also aufhören, dann ging das also Richtung Knie und dann endete das bei ihm an seinem Geschlecht. Und das war riesig erregiert, also das war bestimmt so eine Palme mit dicken Adern, also das war ein unglaubliches Geschoss. Und das musste man dann massieren und da hat er dann genau gesagt, wie er die Hand gehalten haben möchte und wie er also die Eichel behandelt haben möchte und dann, ja, dann musste man da also arbeiten und zum Schluss hat er gefragt, soll ich jetzt kommen und dann hat man natürlich ja gesagt, damit es vorbei ist und dann hat er abgeschossen und dann musste man das wegputzen und dann war er müde. Und dann hat er einen geküsst und dann ist man gegangen. Nach den vorsichtigen Anfängen haben die Betroffenen den Missbrauch geschildert, wie er war, und haben nicht immer nur das Wort Missbrauch verwendet, sondern haben beschrieben, das, was wir nun inzwischen zur Genüge durch die Presse auch beschrieben bekommen haben, haben wir damals zum ersten Mal von Ihnen direkt gehört. Beschreibung, was Ihnen jeden Tag passiert ist oder passieren konnte. Mit allen Begriffen, die dafür notwendig waren. Das war schon was anderes als allein dieses Wort.
Margarita Kaufmann trug die Erkenntnisse aus den Frankfurter Gesprächen ins Lehrerkollegium. Viele Lehrer reagierten wie zuvor, mit Abwehr. Die Schulleiterin und der Vorstand der Schule konnten sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. So wurde eine rasche Aufarbeitung im Sinne der Betroffenen erneut verhindert. Vertuschen war nie die Absicht. Vertrauen auf den Rat des Psychologen, mit dem wir ja zusammengearbeitet haben, hat mich geleitet. Und der hat gesagt, Vorsicht. Es muss erst in dem inneren Kreis der Schule, der Betroffenen, des Vorstands bearbeitet werden. Wenn da die Öffentlichkeit hineingezogen wird, nehmen alle Schaden. Und er hat damals gesagt, vor allem die Betroffenen. Also ich war bereit, das Risiko einzugehen, dass der mediale Prozess Aspekte beinhaltet, die uns schaden. Und mir war klar gewesen, dass wir gegen diese Betonköpfe nicht durchkommen. Wir brauchen Öffentlichkeiten, wir brauchen Druck von außen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Hier unser Überblick. Missbrauch im Internat, Vorwürfe gegen die Odenwaldschule. Heute kommt ein Fall ans Licht, oder besser gesagt wieder ans Licht, der sich in einer der fortschrittlichsten Schulen Deutschlands abspielte, der Odenwaldschule in Hessen. Frau Kaufmann, nun wissen Sie ja persönlich seit dem vergangenen Sommer, dass es an Ihrer Schule zum Missbrauch kam. Warum sind Sie gerade jetzt an die Öffentlichkeit gegangen? Ja, eigentlich war es ja so, dass unsere Altschüler an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie haben immer in unseren Gesprächen natürlich auch immer wieder mit gedroht, wenn die Reaktionen und die Maßnahmen der Schule nicht so sind, wie Sie das erwarten, dann werden Sie an die Öffentlichkeit gehen. Wir standen in gutem Kontakt und in den letzten Wochen hat sich das zugespitzt. Und ich denke, die Ereignisse in Berlin am Canisius-Kolleg und die Diskussion natürlich um sexuellen Missbrauch in verschiedenen Internaten der katholischen Kirche haben einfach da den Druck auch erhöht und gezeigt, man kann an die Öffentlichkeit gehen und das bringt etwas im Sinne von Aufklärung. Diesmal war die öffentliche Reaktion ganz anders als 1999. Eine Medienlawine brach über die Odenwaldschule herein. Über Wochen standen beinahe täglich neue Meldungen in den Zeitungen. Ich war überzeugt, ich habe Fehler gemacht wie jeder, der handelt, aber ich bin jemand, der hat seine Integrität immer gewahrt. Ich hatte keinerlei Angst vor irgendeiner Leiche in meinem Keller. Nichts konnte mich wirklich umhauen, weil ja nichts vorlag. Da konnten sie noch so viel graben. Und dann kam aber plötzlich offenbar eine Leiche an den Tag. Am 8. März oder 9. stand dann schon in der Rundschau, eine ehemalige Kollegin hätte mir gesagt, sie habe mir von einem Übergriff von Becker erzählt und ich hätte nicht reagiert. Wieder so ein Schlag. Unvorstellbar. Und dann habe ich an die Schule geschrieben sofort, noch am selben Stunde, und gesagt, ich könnte weder in meinem Gedächtnis, noch in meinem OSO-Logbuch, noch in meinem privaten Tagebuch irgendeinen Hinweis darauf finden. Ich würde sehr gerne mit der Kollegin sprechen. Und als sie dann anrief, kam ein Gespräch, und das lässt sich so zusammenfassen, ja, ich war das, der dir das gesagt hat, zu dem und dem Schüler. Ich hätte ihn gefragt, warum er so schlecht aussehe, und hat er gesagt, ich habe die Nacht mit Gerold Becker verbracht und habe dafür einen Kassettenrekorder und ein paar Schuhe gekriegt oder sowas. Und das habe ich dir gesagt. Das ist doch
unvorstellbar, das hast du mir gesagt, ja, und dann hat sie geschrien und hat gesagt, du hast es ja auch gewusst, alle haben es gewusst, und dann kam wieder, alle haben alles gewusst und jetzt muss alles raus und alles so ein Ausbruch. Und dann habe ich nur gesagt, war das Gespräch über ruhig, habe auch gleich ein Gedächtnisprotokoll aufgeschrieben. Ich habe dann gesagt, da irrst du, ich sitze nicht in dem Boot. Wir sitzen nicht alle in einem Boot, jedenfalls von dem du sprichst, sitze ich nicht drin. Mal angenommen, du hast es mir gesagt, warum hast du nicht nach 5 Tagen gefragt, sag mal, tust du eigentlich gar nichts, was machst du denn in der Sache, Gerold Becker? Warum hast du es nicht nach 5 Wochen oder 5 Jahren gesagt? Warum hast du es nicht 1998, als der Brief kam, warum hast du 27 Jahre gewartet, um das zu erzählen? Und dann hat sie sinngemäß gesagt, ich hatte es dir gesagt und damit war es deine Sache. Und dann haben wir aufgelegt. Immer mehr Altschüler meldeten sich und berichteten von Übergriffen. Und nicht nur Jungen, auch Mädchen. Und es gab mehr als 2 Täter. Das Ausmaß des Missbrauchs war unfassbar groß. Eine Nachricht erschütterte Altschüler und ehemalige Lehrer besonders. Es meldeten sich Männer, die unter dem legendären Leiter Walter Schäfer in den 60er Jahren Schüler gewesen waren. Sie waren als 13-Jährige von 2 Lehrern missbraucht worden und hatten das Schäfer auch mitgeteilt. Einer der Täter war der Musiklehrer Wolfgang Held. Schäfer entschied, der eine musste gehen, doch Wolfgang Held durfte bleiben. Er blieb noch 21 Jahre. Ich glaube nicht, dass Schäfer den Eindruck hatte, es mit Schurken, mit Verbrechern zu tun hatte, sondern mit Leuten, ja, die machten etwas, worüber man nicht spricht und das man eigentlich nicht tut. Und dann wird der Rang tieferer als Bauernopfer irgendwo anders hin vermittelt. Aber ich denke, jeder vernünftige Schulleiter hätte ähnlich gehandelt. Und wahrscheinlich ist sehr oft so gehandelt worden und man hat es nur noch nicht erfahren. Ja, und die meisten dieser Fälle erfährt man ja nie. Frau Kaufmann möchte was sagen. Ich möchte nur kurz die Chance nutzen, wenn heute Morgen nicht da war. Und die Stefanie Michael habe ich auch gesehen. Ich möchte Ihnen Danke sagen. Sie dürfen richtig kräftig klatschen. Wir haben ein ganzes Jahr gearbeitet. Das war nicht erst seit 6. März, sondern seit letzten Juni und sehr oft. Und das, was Sie bewirkt haben, ist letztlich das oder was heute ist, ist das Resultat Ihrer Arbeit, vor allen Dingen Ihres Mutes. Auf der 100-Jahr-Feier organisierten Altschüler eine öffentliche Aussprache. Viele stellten sich dort zum ersten Mal den Berichten der Betroffenen. Die Erkenntnis, welche Verbrechen sich inmitten ihrer fröhlichen Gemeinschaft abgespielt hatten, war schmerzhaft. Ein Stück Heimat und Identität zerbrach. Vorher angemahnt, was nützt es an diese Öffentlichkeit, diese Emotion, das Leid wird dadurch nicht. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir das wirklich respektieren, dass was immer wir tun können, an der Stelle derjenige, der betroffen ist oder diejenigen, die betroffen sind, mit diesem Leid für den Rest ihres Lebens leben müssen. Und dass wir es nicht geringer machen können. Wir können höchstens etwas wegnehmen von einem äußeren Rahmen. Und wenn ich jetzt in der Homepage lese, dass die Schule wieder zu einem besonderen, einem einmaligen Ort gelingender Erziehung gemacht werden soll, dann möchte ich darauf hinweisen, streichen Sie besonders, streichen Sie einmalig, streichen Sie sofort. Denn das ist genau der Punkt, wie geschlossene Gesellschaften entstehen, ob in Ettal oder in der Odenwaldschule. Es ist ein Elite-Gedanke, es ist ein Chorgedanke. Wir gehören zu etwas ganz Besonderem. Das ist für Kinder und Heranwachsende, auch für Erwachsene, hochattraktiv und hochbesetzt, weil es spielt mit der Grundangst des Menschen. Und die Grundangst des Menschen ist,
ausgeschlossen zu werden, nicht dazu zu gehören, alleine zu bleiben, einsam zu bleiben. Und an der Stelle greifen diese Mechanismen unabhängig, ob katholisch, protestantisch oder liberal, Landschulheim geprägt. Auf der Suche nach Antworten, warum dies ausgerechnet auf der Odenwaldschule passieren konnte, ist mir eines klar geworden. Menschen, die Kinder missbrauchen, können sich in der Regel darauf verlassen, dass ihr Umfeld mit dafür sorgt, dass ihre Verbrechen im Verborgenen bleiben. Was auch immer uns zum Nichtwahrnehmen, Schweigen, Wegsehen, Verdrängen oder Vertuschen bringt. Es macht uns zu Komplizen der Täter. Wir wollen diese Matinee besonders denjenigen widmen, die in der Odenwaldschule keine glückliche, keine gute Zeit erlebt haben. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, deren Kindheit und Schule an dieser Schule auch in der Erinnerung überschattet ist von Erlebnissen, die sie bis heute belasten. Ich möchte Sie nun, meine Damen und Herren, einladen zu einer Gedenkminute. Und ich habe die große Frage mir gestellt, sage ich Ihnen es jetzt oder sage ich Ihnen es später? Aber ich sage es Ihnen jetzt. Gerold Becker ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestorben. Ich möchte Sie einladen, dass wir uns erheben, jeder für seinen eigenen, für seine eigenen Gedanken und in einer Schweigeminute all der Menschen zu gedenken und all die Menschen einzuschließen, die Ihnen wichtig sind, alle Gedanken zu fassen, die Ihnen in diesem Moment eine solche Minute wert sind. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Es ist so, dass meine beiden Kinder zwei Freunde haben. Und wie es der Zufall so will, wohnt in dem gleichen Haus Gerold Becker und Hartmut von Hentig. Als dann diese ganze Geschichte hochkam, da habe ich mich dann plötzlich spontan entschlossen, einfach mal bei dem Namensschild Becker zu klingeln. Und Herr von Hentig hat dann geöffnet. Und da bin ich rein und da lag dann der Gerold mit eigentlich demselben Gesicht, wie ich das von früher kannte. Nur er hatte nicht mehr diesen Pony aus dem Römischen Reich und er war total abgemagert. Das sah man durch die Bettdecke. Er empfing mich mit Hallo Herr Björn. Er sprach ohne große Unterbrechung. Es hat ihn auch viel Kraft gekostet. Und er erzählte mir von der Wohnung und wie es dazu kam, dass er da hinzog. Und dass die Miete eigentlich seinen Lebensgefährte zu teuer empfindet. Aber er findet es hier in der Lage eigentlich absolut gut. Und unser Gespräch war, als ob nichts gewesen wäre. Und ist so eigentlich überhaupt nicht dahin gegangen, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich über die Vorwürfe der Vergewaltigung oder des Missbrauchs mal was zu sagen oder Stellung zu nehmen. Und dann merkte ich auch an mir, dass ich gar nicht in der Lage war, ihn konkret darauf anzusprechen. Und eigentlich wieder derjenige war, der ich auch war, als ich in der Mittelstufe zwei Jahre in seinem Haus lebte. Dann hatte er seine dünnen Ärmchen hinter den Kopf gelegt und hat mich angelächelt und hat gesagt, ich habe eine gute Zeit gehabt. Und da war
auch so ein Schockmoment für mich, weil ich gemerkt habe, er hat überhaupt keine Empathie für das, was geschehen ist, für die Menschen, die er da verletzt hat. Gar nicht. Und als ich dann den Flur runterging, dann erinnerte ich mich, dass schon im Herderhaus ein großer Bilderrahmen an seinem Türeingang hing mit lauter kleinen Passfotos von Jungs. Und als ich da die Tür verließ, hingen 3 solche Bilderrahmen mit Passfotos von Knaben und Jugendlichen.